Willkommen, liebe Modellbahnfreunde bei Xtrain24, Ihrer Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör. Heute möchte ich Ihnen einen Lokleckerbissen, was für eine tolle Wortschöpfung, aus dem Haus Rocco vorstellen. Es ist eine E-Lok, genau genommen sind es eigentlich zwei miteinander festgekoppelte E-Loks im Verbund, die eigens dafür gebaut wurden, schwere Lasten über den Gotthard zu schleppen. Spätestens jetzt wissen Sie, um welche Maschine es sich handelt. Es ist der legendäre Lokgigant der SBB, die AE814. Die Eidgenossen verstanden also nicht nur gute Präzisionsuhren zu bauen, nein, auch im schweren Lokomotivbau hatten sie durchaus ein Wörtchen mitzureden. Was für ein Kontrastprogramm. Von der Feinmechanik bis hin zu diesem Lokkraftprotz. Der Unterschied zu einem Schweizer Uhrwerk? Na, wer weiß es? Bei der Lok waren nun die Antriebszahnräder etwas größer. Bevor wir uns nun mit dem Modell beschäftigen, wie immer am Anfang ein kleiner Ausflug in die Geschichte dieser Maschine. Um die immer schwerer werdenden Züge über den Gotthard zu schleppen, gab die Schweizerische Bundesbahn den Bau von riesigen Doppellokomotiven in Auftrag. Im Jahr 1931 stellte die SBB die AE814 mit der Loknummer 11801 ihre erste Maschine von insgesamt drei Stück dieser Reihe in Dienst. 1932 folgte die Lok mit der Nummer 11851 und 1938 die dritte im Bunde, die 11852. Neben dem technischen Konzept lehnt sich auch die äußere Gestaltung der beiden Lokkastenhälften der AE814 stark an die AE47 an. Das Ungetüm ist in der Lage, im Flachland 2000 Tonnen zu schleppen. Auf 16 Promille Steigung zieht die Maschine 1760 Tonnen, auf einer Steigung von 26 Promille immerhin noch eine Zuglast von 770 Tonnen über den Berg. Fast 34 Meter ist der Riese lang, das Gesamtgewicht liegt bei 247 Tonnen. Interessant ist auch die Optik dieser Lokreihe. Jede dieser drei Maschinen, obwohl es die gleiche Lok war, hatte ihr eigenes Design. Für das Modell von Rocco stand die 1932 gebaute, teilmodernisierte 11851 Pate. Im Jahr 1961 erhielt diese Lokomotive neue geschweißte Führerstände für sitzende Bedienung. Aha, die Lokführer dürfen jetzt sitzen. Baugleich denen der neuen AE66 Lokomotiven. Die 11851 war in diesem Zustand noch bis 1976 in Betrieb und wurde 1977 in Bellinzona ausgeschlachtet und in Biasca verschrottet. Und jetzt zu unserem Epoche 4 Rocco-Modell der AE814. Das Modell mit der Loknummer 11851 ist eine Neukonstruktion und gibt den teilmodernisierten Zustand dieser Einzelgängerin ihrer letzten 15 Einsatzjahre bei der SBB wieder. Also von 1961 bis 1976. Und nicht nur das Original ist ein Schwergewicht. Nein, auch das Rocco-Modell bringt satte 960 Gramm auf die Waage. Kleiner Sicherheitshinweis, prüfen Sie vorsichtshalber die Tragfähigkeit Ihrer Brücken auf Ihrer MOBA. Das Gewicht dieser Lok sollte ausreichen, lange schwere Züge auf Ihre Anlage zu ziehen. Das Rocco-Modell dieser attraktiven Elektrolok überzeugt durch eine exakte Umsetzung der markanten Gehäuseform. Die Dachausrüstung ist detailgetreu wiedergegeben. Alle elektrischen Zuleitungen und Isolatoren sind in vorbildgerechter Materialstärke nachgebildet. Neben dem filigranen Scherenstromabnehmer gefallen auch die extra angesetzten, fein geätzten Dachlaufstege. Extra angesetzt sind auch die Scheibenwischer an der modernisierten Front. Am nachgebildeten Führerstand hat auch schon der Lokführer mal Platz genommen.
Hingucker sind auch die verchromten Wappen an der Frontseite dieser Lok. Das imposant scharf gravierte 14-achsige Fahrwerk mit den feinen Speichenrädern runden den perfekten Gesamteindruck dieses Lokgiganten ab. Das Modell ist sauber lackiert und die Bedruckung ist trennscharf ausgeführt. Ein kräftiger fünfpoliger Motor treibt 8 Achsen an, wovon 2 Achsen mit Haftreifen belegt sind. Das Modell besitzt eine Kurzkupplungskinematik nach NEM 362. Der befahrbare Mindestradius beträgt 358 mm, die Länge über Puffer dieser Lok beträgt 391 mm. Die Lok ist mit einer elektrischen Schnittstelle für Triebfahrzeuge Plax 22 versehen. Verbaut im Modell ist ein CIMO Sounddecoder. Und jetzt möchte ich Ihnen ein paar Beispiele der digitalen abrufbaren Funktionen vorstellen. Bei dieser Lok sind 18 digitale Funktionen abrufbar. F0 Lichtfunktion. Der Wechsel von Dreispitzsignal und Schlusslicht ist fahrtrichtungsabhängig geschalten. F1 Sound ein, aus. Zu einer imposanten Lok auch das passende imposante Fahrgeräusch. F2, die Lokpfeife. F3, der Achtungspfiff. F4, Schaffnerpfeife, Bremsprobe. Mit F8 schalte ich die Führerstandsbeleuchtung. F11 Kompressorgeräusch. F12 bzw. F13 abkuppeln, ankuppeln. Der fünfpolige Motor sorgt für exzellente Fahreigenschaften in allen Geschwindigkeitsbereichen, auch bei extrem langsamen Fahrten. Mit der AE814 stellt Rocco speziell für alle Schweiz-Liebhaber eine attraktive E-Lok, ach was sag ich, den attraktiven Lokgiganten der SBB auf H0-Gleis, die mit dieser hier von mir vorgestellten Soundvariante sicher die Herzen vieler Modellbahner höher schlagen lässt. Diese Lok ist garantiert ein Hingucker auf ihrer Anlage. Mit ein paar kurzen Fahrimpressionen der AE814 möchte ich mich von Ihnen verabschieden und verbleibe bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Buttig.